wirklich, das war jetzt schon, also ja, gut, der Tito macht jetzt alleine ein Projekt. Ich mache jetzt alleine ein Projekt, mein Projekt ist Minecraft. Mal auf Barbie Girl, Barbiegirl24.de. Hot Barbie and Girl Spicy. Hot and Spicy. Genau. Hot and Spicy. Ja, erinnert mich gerade eher an Milk und Cookies mit Pricey. Hot and Pricey. Ja, ach, fuck. Müsst ihr, hier, da müsst ihr nachgoogeln. Ja, nix für die Mädels, jetzt eher nur für die Jungs. Pricey. Milk und... Ah, das ist schon ein bisschen fail, der Michel. Das ist nach links und nach rechts ist das unsymmetrich. Der Michel. Wie? Da lebt ja, das ist rechts länger als links. Dieser Michel für diese Lönneberger. Kennst du dann, warum war links nur einen dran? Michel Lönneberger. Der Steg, der ist größer als das Boot, Alter. Ja, das geht doch darum, ein Steg soll auch nicht nur für ein Boot da sein, sondern... Doch? Nee. Doch? Nee, Quatsch, du baust dann einen Steg. Hast du hier noch 80 Boote? Okay, dann nennen wir das Anleger. Dann nennen wir das Anleger. So. Und ein Anleger ist ja wohl nicht nur für ein Boot gedacht. Das ist ja, vielleicht kommen noch ein paar Boote dazu. Bist du bekloppt? Wir bauen nicht nur Boote dazu. Vielleicht kommt hier eine angesegelt. Weißt du, was ich mich gerade frage? Woher will das Boot überhaupt gekommen sein? Einfach so. Vom Raumschiff. Kommt das hier? Ja, okay, ja, okay, wir haben Aliens in unserem Together, also von daher machen wir uns mal darüber, wo das Boot herkommt. Gar keine Sorgen. Ja, meine Rede. Ne? So. Warte, machen wir das dann hier einen bereiter? Hast du noch, hat jemand noch Zäune von euch? Ne. Ich hatte noch nie welche. Ja, da muss ich mal so ein Crafting-Table bauen. So. Oh, ups. Ja, ich baue einfach mal kurz hier. Bitte, ich mach schon. Ja, ich auch. Wer macht das damit? Bah, das sieht hässlich aus, was ich gerade mache. Mit den verzauberten Dingern ist das ja echt egal, ob wir da jetzt durch Gravel rennen oder durch Erde. Da bin ich eigentlich ein bisschen dumm. Ja, mach mal denn nochmal Zäune. Aus Sticks, ne? Ja. Doch? Ich meine schon, oder nicht? Ja klar, aus Sticks. Einfach wie eine Tür, nur umgekippt. Und das dann mit Sticks. Ach ja. Hey. Oh. Ich weiß nicht, wie oft du mich das jetzt schon gefragt hast, in den ganzen Aufnahmen. Ja, die Zuschauer können ja bestimmt noch nachvollziehen. Könnt ihr ja mal erzählen, wie oft ich das gefragt habe. Und dann kann der Sepp mich das Maul halten. Ach, Entschuldigung, der Behinderte kann das Maul halten. Nicht der Sepp. Der Sepp, der darf sprechen. Warum rum? Oh, Sepp, wir haben vergessen, hier noch. Wo? Also Sepp. Der Behinderte. Welcher Sepp? Ich bin voll durcheinander, Titte. Halt dich mal an die Regeln. Ey, Sepp, nein! Also nicht der Behinderte, nein! Jetzt nicht. Wenn du da jetzt weg warst, läuft das hier durch. Und das ist der Behinderte-LP. So, jetzt kannst du, glaube ich, gleich machen. Ja. Ich bin der Jürgen. Das ist der Sips X-Up und der Sepp X-Up. Ich bin der Jürgen, ich bin 3,50. Ich bin vom Big Brother gekommen. Warte, ich bin der Jürgen. Ich bin der Jürgen vom Big Brother. Und es hat voll Spaß gemacht im großen blauen Haus. Jetzt hast du mal irgendwas vertauscht. Der Bär im großen blauen Haus, ne? Ja, ja, ich weiß, aber der Jürgen war auch da, weil der Big Brother war auch im großen blauen Haus. Big Blosser. Oh, okay. Du hast voll die FPS-Einbrüche. Ich nicht. Ich hab immer. Das ist wegen deinem Intel Core 8. Ey, hat einer von euch, ja, der Sepp ja nicht, aber hat einer von euch beiden noch einen zweiten Monitor? Ja. Habt ihr das schon mal, habt ihr AMD zu... Ne, nicht AMD. ATI? Nee. Eine ATI-Grafikkarte? Nein. Also Radeon oder so? Nein. War. Ja, vielleicht hat das einer von den Zuschauern, ja. Ich hab das bei mir, es gibt so ein komisches ATI-Overdrive, das ist so, da kannst du so deine Grafikkarte übertacken. Ja, Sepp kennt das auf jeden... Der Bienenatter kennt das auf jeden Fall noch, ne? Ja. Kennst du das noch, ne? Ich hab das bei mir so, wenn ich das anmach, dieses Overdrive, dann hab ich so ein Flackern auf dem zweiten Bildschirm. Immer wenn ich über irgendwelche Funktionsbuttons oder sowas drüber gehe, zum Beispiel wenn ich über ein Video drüber gehe von YouTube, hab ich auf dem zweiten Bildschirm flackert der. Genau in dem Moment. Der blinzelt. Oh mein! Ja genau, der Bildschirm, der blinzelt. Klack, klack. Der klack, klack, Mann. Kommt das denn jetzt hier?
Klacker, klacker, klack. Hast du hier, kommt jetzt hier noch einen Block drauf? So, weiter weiß ich selber nicht. Kennst du auch schon Da Blocktown? Da Blocktown? Da Blocktown, ja. Klar, das mache ich immer, wenn ich blöde Kommentare lese. Ja. Da mach ich immer da Blocktown. So, also ich habe so das harte Bedürfnis, Treppen zu bauen. Ich weiß nur nicht wohin, aber ich will Treppen bauen. Mach ich eine Frage. Gut. Nee. Ach, Schieße! Ah ja! Ah! Ah! Also der Steg, der ist irgendwie ein bisschen hässlich. Scheiße. Ja, finde ich auch. Hässlich. Mit diesen Fackeln da, das sieht scheiße aus. Rettungsboote bauen. Da ist hier eine Kirche runter, irgendwie, so 50 Cent kannst du eine Kerze anmachen und dann geht das irgendwo in irgendwelche Kinderschänderheime oder sowas. Hä? Nix über 50 Cent, ja. Ja, ja, mit deiner Mutter 50 Cent und der Kollege. Weißt du, wo ich im Stream eine Familie gemacht habe mit 50 Cent? So, dann hieß, also 50 Cent war klar, dann war noch die Frau, das war glaube ich 45 Cent oder so. Dann kam der älteste Sohn von denen, das war 30 Cent und dann ging das immer so weiter bis zum Baby, das war irgendwie 5 Cent oder so. Das sieht hier du vorne jetzt 1200 aus, ne? Warte mal. Wieder. Oder? Warte, wie soll man das denn jetzt hier am besten machen? Keine Ahnung, was ihr da macht. Ey, warum laufe ich jetzt? Warum? Ich porte mich die ganze Zeit und jetzt laufe ich dahin. Das sieht so doof aus, wenn das so abgeschnitten ist. Ja, ich glaube, der hier vorne, die Spitze, dort hier einfach. Die müsste noch ein bisschen. Da ist ja was da eigentlich nicht hingehört, ne? Die Spitze müsste noch ein bisschen weiter nach vorne. Ja, die muss in mehreren Etappen schmaler werden noch. Ja. Was könnte vielleicht man eigentlich noch so abreißen. So YouTube sagen? Mir fällt jetzt gerade so spontan gar nichts ein. Da kommt immer so. Du musst so weiter hoch. Weißt du? Ja, ich frage mich die ganze Zeit, oder ich habe schon so Gedanken gehabt, wo ich mir überlegt habe, dass das gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, dass sich das mit YouTube vielleicht irgendwann sogar wirklich erledigt hat und wir vielleicht irgendwann in ein paar Monaten schon auf einer ganz anderen Plattform uns rumtreiben. Ah, ne, das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Dass das so schlimm wird. Also nicht in der kurzen Zeit. Die anderen Plattformen können gar nicht das bieten, was YouTube bieten kann, ja, vom Datenvolumen. Ja, die arbeiten aber daran. Ja, aber. So wie jetzt zum Beispiel ICQ jetzt auf einmal eine Videofunktion hat, so, ne, und Skype halt schon super lange hat, so arbeiten natürlich alle anderen Programme und Plattformen auch daran, aber immer Problem besser ist, zu werden. Da muss ein Konzern hinterstehen haben, der genug Kohle hat, um das zu machen. Ansonsten kriegst du Serverkosten und alles ja gar nicht gedeckt. Also, so wie ich Wenn Google YouTube nicht aufgekauft hätte, wäre das, glaube ich, für YouTube jetzt auch ein bisschen schwieriger. Ja, wenn die dann überhaupt geschafft hätten. Klar wäre das schwieriger, aber trotzdem würden die das hinkriegen. Die hätten das ohne Google hinkriegt, doch. Ja, meiner Meinung nach auch besser. Ja, natürlich, guck doch mal. Nee. Seitdem Google anfängt, aktiv bei YouTube an der Umgestaltung mitzuarbeiten, geht alles in den Bach runter. Ja, aber Google du musst sehen, dass die finanziellen Mittel ja auch ganz andere sind. Wenn YouTube trotzdem so einen Aufschwung gehabt hätte, ohne Google jetzt, ne, dann wäre das natürlich auch viel, viel mehr Datenvolumen gewesen, was du irgendwie hättest verarbeiten müssen. Und ob die das getragen hätten können, vor allem YouTube an sich, ob die überhaupt die Werbepartner bekommen hätten. Wenn Google dahinter steht, dann wissen ja einige Werbepartner auch, okay, da steht Google hinter und die machen dann nochmal irgendwelche extra Sachen. Aber YouTube als Unabhängiges, weiß ich nicht, ob die so... Ja, man weiß es nicht, aber ich finde es auch nicht unwahrscheinlich. Ich würde es nicht komplett ausschließen. Nee, ausschließen kann man es nicht, aber... Ich meine, YouTube hat die Grundlagen gesetzt und YouTube hat sich auch den Grundstamm an Zuschauern meiner Meinung nach selbst rangeschafft. Und meiner Meinung nach wären die auch schon weitergekommen als alle anderen Plattformen, auch ohne Google. Ja, das auf jeden Fall, das denke ich auch. Und alleine das reicht doch schon, um zu sagen, gut... YouTube ist die bekannteste Plattform, ich behaupte einfach mal, der Welt. Aber warte mal, hier ist irgendwas fehl gerade, ne? Ja, dann mach weg, wenn fehl ist. Wo? Ja, also entweder der Mitchell oder du hast fehl gebaut. Nee, dann wahrscheinlich ich. Ah, der hat das. Ja, ich hab die Schräge mit reingebaut, du hast einfach gerade gezogen. Ja. Bin ein Begabter. Also auch mal so eine Frage an die Zuschauer. Benutzt ihr Google Plus? Seid ihr da sehr aktiv? Was haltet ihr davon? Weil ich. Google Plus ist für mich eigentlich völliger Nonsens. Das ist einfach irgendwie so eine Facebook-Nachmache. Ey, könnt ihr noch mal gucken, dass wir die Leiter. Sorry, dass wir die Leiter irgendwo dran machen, weil.
Ich hab das noch nie benutzt. Noch nie. Ich auch nicht. Ne, ich auch nicht. Ich sehe das auch gar nicht ein. Ich finde das total absurd. Das ist meiner Meinung nach versucht Google jetzt auf Biegen und Brechen. Die wollen jetzt hingehen und irgendwie Facebook verdrängen. Ein anderes Vorhaben kann ich dahinter nicht rausfinden. Also das ist. Die wollen unbedingt jetzt. Da ist der Fail. Facebook ablösen. Das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren. Facebook, ja, die wollen ihre Monopolstellung weiter ausbauen, aber... Ja, die haben schon ein großes Monopol, das auch groß genug ist, deswegen weiß ich nicht, was das soll, ey. Ja, das ist doch klar, ne? Wenn man schon ein bisschen hat, will man natürlich das Ganze haben, ne? Dann gibt's ja nicht mit einem halben Kuchen zufrieden. Warum? Also seit kurzem ist das ja so auf Facebook, dass wenn du jetzt ein Video hochlädst und du hast halt eingestellt, dass das auf Facebook gepostet wird, dann wird das ja nicht mehr so richtig auf deiner Pinnwand gepostet, wie das sonst. Ja, ich glaube, dass die das ausmachen. Die wollen das nicht mehr, weil die wollen, dass du Google Plus benutzt. Ich glaube, die haben das. Also du hast zwar jetzt da die Aktivitäten in den Aktivitäten. Ja, und ich gehe da nochmal hin. Du kannst das mich aus den Aktivitäten in dein Fenster da reinziehen, unten, dass du das postest. So, und dann poste ich das einfach selbst nochmal, weißt du? Ja, das mache ich gar nicht. Ich gebe einfach später nochmal Daumen hoch. So, ja, das bringt ja nichts. Nö, doch. Bei mir postet der das nicht immer. Das ist das Ding. Macht der ja gar nicht. Ich weiß ja nicht, wie das bei Google Plus ist. Das, wenn jetzt Leute mich da, weiß ich, die Leute geben mir dann wahrscheinlich ein Plus bei Google Plus, ne? Ja. Wenn du mich da irgendwie adden oder so kann, ich weiß es nicht. So, und... Da wird ja, denke ich mal, alles angezeigt, was du mit deinem Account da machst. Ja, das ist ja bei Facebook schon lange nicht so. Aber ich frage mich mittlerweile, ob sie diese Filter auch bei YouTube eingebaut haben. Dass gar nicht alle das Video zu sehen bekommen. Ich meine, das wird keinen Sinn machen, ne? Aber... Wie meinst du das jetzt? Ja, die haben bei Facebook, haben ja drin, wenn du was postest, kriegen das ja nicht alle Leute zu sehen, die dich geliked haben. Und keine Ahnung, vielleicht haben sie da bei YouTube auch irgendwas drin. Eigentlich ja, du kannst dein Video überhaupt keinen Sinn, aber... Auf ungelistet stellen und allen, die das sehen wollen, kannst du den Link schicken. Und das wird aber deinen Abonnenten nicht angezeigt. Sollen wir noch eine Reihe hochgehen? Ja, das ist ja was anderes. Ach so, okay. Sollen wir noch eine Reihe hochgehen oder sollen wir jetzt einen weiter machen, bitte? Denn wenn ich jetzt auf Facebook irgendwie... Ich hab jetzt da 8000 gefällt mir und mach da irgendeinen Post, dann wird das lange nicht an alle 8000 gesendet. Ja, stimmt. Du würdest vielleicht an 2.000, 3.000 gewendet. Ja, dafür musst du ja bezahlen. Damit erreicht. Boah, ey. Und da könnte ich mir, weiß ich nicht, ob die da bei YouTube irgendwann auch mal reinbauen. Ja, ob das sogar schon in einer gewissen Minderung drin ist, irgendwie. Ja, das mit den Premium-Kanälen, ne. Das ist ja kein Muss, ne. Also, ja, aber die wollen auch. Das wird jetzt nicht aufgezwungen. Die wollen auch bald kostenpflichtige Kanäle machen. Ja, halt, aber ne? das sind erstmal nur die YouTube-Kanäle. Das hört sich jetzt so blöd an, weil haha, wer hat keinen YouTube-Kanal? Ja, ja, ne? Aber ich denke mal, du weißt, was ich meine. Es geht um Kanäle wie Pong und so weiter, die da von YouTube promoted werden. Dass diese, die haben doch eine bestimmte Bezeichnung. Original. Ja, genau, Original oder so. Originalkanäle sind das. Genau, das ist ja. Nein, zu dem Namen an sich sage ich jetzt mal gar nichts, weil finde ich eigentlich eine Frechheit, das so zu nennen. ich meine, weil wenn man ganz ehrlich ist, die nennen das so, als wenn das hier deren Sache ist. Meiner Meinung nach wären die ohne uns und ohne die nichts. Zuschauer, ohne euch, die da gerade gucken, nämlich nichts. Und das ist immer das Ding, da kommen wir nämlich dann schon wieder genau die gleiche Scheiße mit dem Video Day. Wie dumm das einfach ist, dass die dann versuchen, sich daran noch zu bereichern. Das sollte meiner Meinung nach ein Event sein, was... für euch als Dankeschön einfach, für die Zuschauer als Dankeschön einfach nur gemacht wird. Als Dankeschön dafür, für die Treue, dass die Leute immer noch der Plattform treu geblieben sind und das finde ich total affig. Ja, aber der Videoday hat ja nichts mit YouTube direkt zu tun. Der Videoday wird ja veranstaltet von Krachten. Da ist hat aber YouTube nichts mit zu tun. Ja, natürlich, aber Krachten ist ja groß geworden durch YouTube. Das wird ja keiner kennen. Natürlich, klar, aber das ist was anderes, wenn du ja sagst, irgendwie der Plattform danken oder eben, ne, weil Video Day ja nicht so spezifisch von YouTube jetzt, zumindest wie ich das mitgekriegt habe. Aber das wird, glaube ich, auch ein bisschen unterstützt, weil die Seite, also die YouTube-Kanalseite von Video Day, ist jetzt auch eine von diesen neuen Spezialkanälen da. Ja, klar, der Krachten hat da gute Verbindungen hin und alles, ne, und wenn der das da, der kriegt der das auch wahrscheinlich, aber. Die Veranstaltung an sich wird gemacht vom Krachten. Also von das ist eine
ist, glaube ich, eine Tochtergesellschaft von Mediakraft und die Tochtergesellschaft, da ist der Krachten irgendwie Geschäftsführer, glaube ich. Kann man auch nachgucken, keine Ahnung. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, wie wir das mit dem Boot hier weitermachen oder mit dem Schiff eher gesagt. Wir haben kein Boot mehr. Okay, wir haben ja angefangen, in Zweier-Schritten hochzugehen, ne? Jetzt ist die Frage, wo ist das Deck? Ja, wo ist das Deck? Er stinkt noch hier an. Ich würde sagen, oder? Soll man das da anfangen lassen? Ist eigentlich nicht schlecht, ne? So von der Höhe finde ich das eigentlich ganz gut. Ja, ich glaube, ich mache da von außen auch Chatten drum. Aber sollte man da nicht noch einen hochbauen? Einen noch hochbauen und dann diese eine Schicht, also jetzt hier so, sag ich mal, ne, dann geht das rein in das Deck. Okay, dann ist das hier nämlich die Oberfläche, okay. Genau. So, hier ist ein Fail drin. Ich hab da letztens noch, ich würde den YouTube-Kanal sogar nennen, wenn mir der noch einfallen würde. Die haben da auch zusammen ein Boot gebaut. Und die haben da noch, die haben das jetzt mit Cobblestone gemacht. Ich hätte das jetzt eher mit Eisen gemacht oder vielleicht mit Cleanstone. So Verzierung und Umrandung noch quasi. Das ist ja so, das Boot, das besteht ja nicht 100% aus Holz. Ja, genau. Das Ding ist, obwohl, warte mal, Titte, das ist eigentlich Quatsch.